uns nochmal machen. Machen wir es nochmal. Hallo Florian. Hallo Juri. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt im Pinkerfeld in Österreich. Lima Oscar Golf Papa. Also wir sprechen eh auf Deutsch, oder? Ja, hoffentlich, ja. Ich entschuldige mich für mein Deutsch, weil ich kann nicht so gut Deutsch, aber ich werde es versuchen. Okay, ich entschuldige mich für mein Deutsch. Ich kann es auch nicht so gut. Okay. Also eigentlich wollte man ein Video machen über Apollo Fox versus Euro Fox oder die ganzen Faltflugzeuge, die es am Markt gibt. Genau. Aber jetzt finden wir spannender zu sprechen über Ultralight versus General Aviation. Genau. Und warum? Weil wir halt immer spekulieren, ob wir gute Flugzeuge haben oder ob wir upgraden. In Anführungsstrichen. Na, jetzt ist die Frage. Es gibt viele, viele Flugzeuge zu verkaufen, die zu verkaufen sind. Und ja, das Gehirn funktioniert einfach und man legt immer drüber nach, ob upzugraden oder halt bleiben wir bei unseren Maschinen, die nicht schlecht sind. Genau, also welchen Anspruch haben wir ans Flugzeug, ans Fliegen? Ich glaube, so müssen wir mal anfangen. Du hast vorher schon gesagt, ja, bevor wir die Kameras aufgebaut haben, es ist komfortabler. Genau. Man möchte es so viel wie möglich günstig haben zum Fliegen. Auch pro Stunde, auch Jahresansprüche finanziell. Sicherheit hast du angesprochen. Sicherheit, genau. Dieser Rating Suit. Ballistic BRS. Was noch? Wartung, stimmt. Ersatzteile? Genau. Ich kann schon jetzt die Pros und Cons sehen. aber es ist wichtig, mein Nachbar hat mir letztens so ein Excel-Sheet vorgestellt, wo du nicht so Pro und Cons hast, sondern für jeden Punkt, den du nimmst, gibst du eine Bewertung ab. Also zum Beispiel Sicherheit ist mir wichtig, also 1 unwichtig, 10 wichtig, 10. Wirtschaftlichkeit, 5. Okay. Ja. Komfort, 9. Und dann verschiebt sich das nämlich ein bisschen. Dann hast du zwar extrem viel Pros beim UL, aber prozentuell bist du auch wieder bei der General Aviation, ne, weil die Cessna einfach sehr stabil ist, sehr satt in der Luft liegt und sehr gut fliegt. Diese Sachen, die einfach prozentuell wahrscheinlich sehr viel wichtiger sind. Da muss man sich auch einmal damit beschäftigen, wie wichtig ist einem was. Genau. Mir ist es, ich hab dich ja vorher gefragt, wie viele Stunden du hast. Du hast gesagt 150 oder so? Ja, 135. Ich werde jetzt so 600 haben oder 700. Ziemlich mehr. Naja, aber ich komme halt von der General Aviation und habe halt nie Geld gehabt und deswegen habe ich mir jetzt einen UL gekauft. angefangen habe ich mit dem Avid, weil da habe ich nur Angst drin gehabt. Und ich kenne aber welche, die sind mit dem Avid bis ans Nordkap geflogen. Ne? Die kommen aber vom, habe ich da glaube ich hier mal erzählt, ne? Ja, ja. Die kommen alle vom Paragleiten oder Drachenfliegen. Die haben einen ganz anderen Einstieg. Für die ist das die 747. Eine andere Welt, ja. Und wir haben gelernt, du hast ja auch auf der Cessna gelernt, oder? Ich habe auf dem Apollo Fox gelernt, auf dem Euro Fox und dann auf der Cessna 151. Also 172 hast du noch gar nicht geflogen? Nein. Okay, dann musst du mal fliegen gehen. Ja, es gibt welche in der Slowakei und kann dann ein Upgrade machen. Na, dann kommst du einfach zu mir am Ostplatz steht die. Okay. Und dann gehen wir mal fliegen. Okay. Das ist halt noch einmal ein Schritt über der 150er. Komme ich dann zurück zu meinem Eurofox oder dann zahle ich das gleich. Mir ging es einmal so vor 2-3 Jahren, hat mich ein Freund mitgenommen, der hat sich eine Malibu gekauft. Kennst du sowas? Ja, kenne ich. Und Piper Malibu. Ja, und ich bin
ich bin halt nicht mehr so fluggeil, ne? Haben wir eh schon mal geredet, also mir macht das so Spaß, so sitzen, die Natur genießen, mit dem Zelt irgendwo hinfliegen, aber dieses Fliegen, irgendwann hast du alles gesehen in diesem Radius, wo du dich finanziell bewegen kannst. Und deswegen habe ich nicht so Bock gehabt, auf den, dass ich dort mitfliege. Ne? Und dann hat er mich gezwungen quasi, dass ich mich da reinsetze. Und ich sage es, da habe ich mir dann auch gedacht, kann ich jemals noch mit was anderem fliegen? Das ist schnell, das ist komfortabel, das steigt schnell, das ist oben auf Flugfläche. Und das, aber das ist halt nur zum A nach B fliegen. Ne? Ja. Und das ist eher zum Runterschauen. Wobei, das mag ich sehr. Ich auch. Deshalb habe ich den Eurofox gekauft. Du hast da eine Modifizierung, dass du nicht ganz nach unten siehst. Sieht man das mit der Kamera? Ja, hoffentlich. Ah, ich muss die Tür zumachen. Ja, man sieht es. Ja, man sieht es jetzt. Und genau, mir ist das manchmal unangenehm. Aber wenn ich tief fliege, gefällt mir das. Ja, aber wenn ich irgendwo wieder von A nach B fliege, habe ich es gern, da bin ich wieder bei der Cessna. Ich habe es da gern einfach weich und sitze gern so irgendwie da. Ja. Das geht auch schon wieder nicht, weil du musst ständig in dem Pedal sein und den Flieger gerade halten, weil er fliegt keine Minute geradeaus. Das wäre zum Beispiel schon wieder ein Punkt für die. Genau, weil jede Zeit, wenn du irgendwas machen willst, dann musst du den Knippel oder wie heißt das? Knippel irgendwie so. Ja, genau. Das ist. Ich habe jetzt einen Wing-Leveler eingebaut, das in Deutschland darf man das ja noch gar nicht, die Autopilot-Geschichte in der Slowakei, also unsere Flieger sind ja slowakisch zugelassen, darf man das, ohne Probleme, sag, wenn es nicht so ist, aber ich werde mir denken, dass es ohne Probleme ist. Hat mir mein Operator halt so gesagt. Okay. Und ich dachte dann, okay, dann haltet das Ding wenigstens den Flieger gerade, ja, aber das ist leider nicht so, weil der Flieger auch um die Hochachse wandert. Und wenn das wandert jetzt nach rechts um die Hochachse, dann denkt der Autopilot, naja, muss nach links gegensteuern und irgendwann bist du im Slip. Okay. Ja, also, und da nutzt auch nichts, dass ich eine zweite Achse dazu gebe, da müsste ich irgendeinen Yaw-Dumper einbauen. Der Eurofox, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Vergleich Apollofox, Eurofox und so. Der Eurofox bietet eine Feder an, habe ich dir, glaube ich, gezeigt. Ja. Ah, du warst eh schon dort, hast gefragt. Ja. Und die habe ich ausprobiert da bei Komoka. Spreche ich das richtig aus? Komocha. Komocha. Ja. Er hat mich fliegen lassen. Und das ist halt gleich ganz was anderes. Das fühlt sich dann an wie ein Flugzeug. Aber ist es das, was wir wollen? Dass wir quasi ein Handicap von einem Flieger so wegtrainiert oder wegsteuert? Warum kann man einen Flieger nicht so entwickeln wie die Cessna? Bei der habe ich das vor 2 Wochen probiert. Ne? Da steigst rechts rein. Und dann knallt die zurück in die Mitte und das Ding fliegt einfach, also wenn Windstille ist, glaube ich, fliegt das 5 Minuten geradeaus. Da brauchst wenn du das eintrimmst. Stimmt halt, ja. Die sind einfach viel mehr leichter, unsere ULs. Naja. Also ich mag diese Sicht nach unten sehr viel. Ich schaue mir immer alle Felder, Tiere an und es macht mir nichts, auch hoch zu fliegen und nach unten zu schauen. Wobei eigentlich, wenn Stiege sind und ich nach unten schaue, dann habe ich Vertigo. Ja. Also ich verstehe das nicht. Na, weil du im Flieger drin sitzt. Wenn du so verbunden bist, dann kommt das nicht so. Ja? Ich habe das meistens, wenn ich so auf 7.000, 8.000 Fuß fliege. Ich kann mich erinnern, letztes Mal Richtung Bled darunter, Karawanken. Da bist du eh schon tief, wenn du 8.000 hast oder so. Ja? Ja. Und da sind die Karawanken irgendwann aus. Ja? Und da kann ich mich noch erinnern, da habe ich das noch nicht drinnen gehabt. Und dann sind die aus und geht einfach mal steil nach unten weg. Und dann denke ich so, okay. Ja? Aber das ist natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, so Mindset, so. Ja. Weil es ist so, naja. Ist so eingestellt, vielleicht. Ja. Also ich glaube halt, wenn du von weiter unten kommst, von was Ursprünglichen, so Paragleiten, Drachenfliegen, dann ist eben der Schritt für das UL super. Und man muss ja auch unterscheiden, welche ULs, ne?
Das ist ja vielleicht, kann man sagen, noch ein wirkliches UL. So Foil 3 oder so. Ein Freund von mir hat sich jetzt eine Bristell gekauft. Da brauchst du nicht überlegen, ob Cessna oder Bristell. Ne? Das Ding, das ist gewaltig. Ich habe einen Freund von Komocha, der heißt Palo. Und der hat einen Viper SD4. Ja. Und die haben dort, glaube ich, auch eine Flugschule in Komocha. Und die haben diesen Bristell gekauft, den du gesagt hast. Und der kann das ziemlich gut jetzt vergleichen, weil der diesen Viper SD4 hat, die sehen sehr ähnlich aus. Da war er sehr enttäuscht eigentlich von der Bristell, weil es einfach nicht so stabil ist wie der Viper. Es sinkt wie ein Felsen. Echt? Nach unten, ja. Da kann er nicht so diese Turns steil machen, weil das hat einfach eine Tendenz, also runterzufallen. Mhm. Bei der Tragfläche. Also war er ziemlich enttäuscht. Also er hat gemeint immer, dass der Bristell eigentlich eine Stufe höher ist als dieser Viper SD4, die übrigens auch in der Slowakei produziert wird. Echt? Ist die nicht aus Deutschland? Nein, nein, nein. Die wird in Prešov produziert, in den Hohen Tatras. Okay. Im Osten der Slowakei. Wir haben eigentlich den Shark UL in Senica, den Eurofox in Nitra, in Prievica die WT9 und WT10 Dynamik. Mhm. Und den Viper SD4 und Skyper GT9, glaube ich, heißt er, im Brescia. Mhm. Also ziemlich viele US werden bei uns produziert. Aber das war auch für mich seine Gefühle vom Flug auf der Bristell, hat er gemeint, dass es nicht so war, wie er gedacht hat. Okay, das heißt, die Viper fliegt besser? Die Viper fliegt besser, ja. Also subjektiv halt für subjektiv, ihn. Ja. Weil jetzt schlagen uns die Bristell. Ich habe die Viper, ja genau, bitte keine Hate-E-Mails schreiben. Ich habe auch die Viper SD4 geflogen, habe ich, was weiß ich, 10 Stunden auf die. Und ist ein sehr guter Flieger, würde ich meinen. Auch für Reisen, Komfort, alles. Ja, ist halt aber dieselbe Geschwindigkeitsklasse, würde ich meinen, wie unser Flieger wahrscheinlich. Echt? Also gar nicht so schnell? Also, ja, du so kannst was machen. Da. Eurostar oder so, ne? Genau. Ich meine, du kannst was machen, damit es schneller fliegt. Der hat einen, glaube ich, den E-Props Propeller. Der ist ziemlich schnell. Und also ansonsten tabellen-wise ist es so um die 140, 160 Reisegeschwindigkeit, 160 Kilometer pro Stunde, ja. Also 75 Knoten, 80 Knoten. Das ist halt bei mir auch so eine Sache, 80 Knoten in der Cessna stören mich nicht, 80 Knoten in dem stören mich. Ja. Weil, wenn das gemütlich ist und das fliegt von allein geradeaus, dann hast du ja Zeit, dir alles in Ruhe anzuschauen. Wir fliegen ja des Fliegens willen, nicht, um uns was anzuschauen. Ne? Bei dem leichten Ding nervt es mich ein bisschen, wenn ich nicht weiterkomme. Ja. Es macht, ich weiß nicht, ob es auch das ist, dass es einfach ein bisschen ruhiger in diesem General Aviation Flieger ist. Ja. Auch von der Drehzahl des Motors. Genau, ich wollte gerade sagen, der Motor, der dreht ja mit 5000 oder was. Ja. Also gibt es ja auch verschiedene Philosophien, wie man den betreiben kann. Ich fliege eben so mit 5000, ne? Und die 150er und jetzt mit der, oder auch die 172er ist ja egal, die fliegen so bei 2,2, 2,4. Viel mehr Hubraum und dadurch wirkt das auch alles nicht so hektisch. Ja, genau. Hektisch ist, glaube ich, und ja. Wenn ich so lokal bei mir spazieren fliege, fliege ich so mit 4,6 und da merke ich auch schon, je weniger Drehzahl ich habe, desto entspannter wird der Flug. So. Aber wenn ich mit einer, vor zwei Wochen bin ich mit einer Stinson geflogen, mit einem Sechszylinder, Franklin, sein Traum. Ne? Also das ist so ruhig, da vibriert nichts, da scheppert nichts. Ne?
Ja, das ist halt bei uns das nicht so. Ja. Da klappert alles. Klappert alles. Auf der Vespa 110 auf der ja. Autobahn. Ja. Ohne Helme. Ja. Ja. Vorteile sind natürlich vom OL, dass ich Autobenzin tanken kann. Es gibt auch schon die STCs für die Cessnas. Aber ob die mit 95er so zurechtkommen würden, der Rotax, zumindest der 80 PS, kommt ja mit fast allen zurecht. Nur die Schläuche sind da das Problem. Die Einspritzer, da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen dann. Steht eben im Handbuch drinnen. Ja, die Performance ist natürlich von den ULs besser. Ja, einfach, ich hab das Gefühl, dass ich auch sicherer bin in einem Rotax-Motor oder in einem UL-Maschine, weil einfach du sehr viel schneller deine Reiseflughöhe, aber diese Altitude, die du brauchst, um sicher nach zurückzukommen, ja, kannst du viel schneller erreichen, und das ist halt einfach auch zum Safety, also ein Plus. Das mache ich zum Beispiel nie. Ja? Ich bin da jetzt auch, was weiß ich, 1000 oder 500 Fuß über Grund hergeflogen. Ja, aber ich meine, nach dem Takeoff steigt das du einfach steiler. Das auf jeden Fall. Und sollte was in diesem kritischen Punkt passieren, dann hast du ja viel mehr Zeit, ja. Ja. Also sekundenmäßig, aber... Das sind ja auch die Sachen, die gefährlichsten beim Starten. Ja. Ich habe beim Abit, habe ich das einmal gehabt. Ich habe dann Engine-Fehler gehabt beim Start. Und das war eigentlich auch okay. Ja. Man trainiert das ja immer wieder. Ja. Ich habe da war gar nicht der Motor dran schuld, sondern Silikon im Tank. Wie kommt Silikon ins Tank? Der Vorbesitzer hat der ist leider verstorben und der konnte das nicht mehr weitergeben, sonst hätte er mir irgendwann gesagt, nicht voll tanken. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wie ich den Flieger aus Deutschland geholt habe, habe ich den Volltank, ist ja klar. Mhm. Da war der Benzintank und dieser, wie sagt man, dieser Einfüllstutzen, der war abgedichtet, nicht mit so einem O-Ring, sondern mit Silikon. Ach so, ja. Okay. Und da ist das Benzin bis rauf gestanden. Ich habe den einfach komplett voll gemacht und ich nehme an, dass es dann das Silikon, der Benzin, das Silikon rausquaschen hat. Ne? Mhm. Macht man natürlich nicht mit Silikon, aber ja, und da hatte ich das. Ja. Also das war eigentlich okay, so diese Notlandung. Und das sind aber diese gefährlichsten Sachen nach dem Start. Habe ich noch nie gemacht, nie gehabt. Hoffentlich werde ich auch nicht haben. Ja. Also was spricht noch für UL, was spricht gegen oder was spricht für General Aviation? Wartungskosten sind höher bei der General Aviation. Wartungskosten, Ersatzteile. Ersatzteile, Versicherung. Versicherung. Spritverbrauch ist höher. Spritverbrauch ist höher, dann musst du halt einfach viel mehr Kohle abgeben. Ja. Und was noch? Service haben wir gesagt. Ja. Ja, das wären so die Hauptdinge, glaube ich. Jetzt zieht's. Kommt ein bisschen Wind. Dann haben wir es wenigstens einfacher zum Starten. Wir haben da, bevor wir gelandet sind, habe ich ja noch mit dem Flugplatzbetriebsleiter gesprochen und der war überrascht, dass wir kommen, weil es hat die ganze Nacht durchgeregnet und er sagt, eigentlich ist da nichts zum Fliegen. Aber jetzt sind wir schon da. Ja, und der Untergrund ist ziemlich okay. Das ist okay. Aber mit der Cessna wäre es wieder spannend, ne? Ja, genau. Die hat dann gleich 500, 600 Kilo. Ja, wenn du gut im UL bist, fliegen, kennst du dein Flugzeug, dann kannst du auch ja, 200 Meter landen, 300. Mit dem UL? Ja. Weniger. Weniger? Sicher. Sagte gut, wenn du gut bist. wenn du ich bist. Wenn du hindernisfrei, du bist ja heute nicht hindernisfrei angeflogen. Nein, nein, nein.
Ja, das dieser ist ja Anflug auf die Runway 1.5 in Pinkerfeld ist ziemlich sportlich. Ja. Aber wenn du hindernisfrei anfliegst, dann sitzt du in 100, 150 Meter. Ganz sicher. Okay, ja, genau. Wenn ich richtig tief fliegen kann, genau, dann ist es okay, ja. Wenn du obstacklest davor, dann ist natürlich. Ja. Aber du hast das eh, bist du schön runtergeslippt dann. Weil wir haben ja nur diese Flapperons. Wir haben ja keine Störklappen oder Wölbklappen. Normale oder Flaps, ja. Diese Flaps, ja. Und ja, wir müssen immer ein bisschen slippen, so wie die Pipers früher. Also das waren so Nachteile von der General Aviation. Die Vorteile, natürlich, ja, Komfort, einfach. Du hast doch vorher ist gesagt, halt der Trust, ja. Ja. Ich glaube auch, dass diese Flieger für die Ewigkeit gebaut sind. Die sind einfach sehr stabil. Und die haben sich jetzt so lange bewährt, also ich glaube, dass das so wie eine Jacke oder so, ja. Genau, das ja. ist einfach, das sind einfach wirkliche Büffel. Ja, wenn da was ist, dann machst du es wieder neu. Ja. Und das fliegt nach weitere 20, 30, 40 Jahre vielleicht. Sie können draußen stehen. Sie können draußen stehen. Das haben wir vorher gesagt, unsere Flieger sind das gleiche Baujahr. Deiner ist, glaube ich, ein bisschen besser beieinander als meiner. Und also jetzt haben wir 2010, ja. Jetzt haben wir 23. Und überall bieten bei unseren Flieger schon die Fetzen und die Second Night und die Ausbesserungsstellen. Also bei einer Cessna, die 10 Jahre alt ist, die schaut aus wie aus dem Werk. Genau. Ja, mein Aerotextilie ist ein bisschen besser drauf, wie vielleicht deine, aber man sieht auch schon nach 13 Jahren diesen Zahn der Zeit. Und ja, einfach eine totale Blechmaschine ist natürlich besser. Habe ich auch viel mehr Vertrauen zu, weil es einfach ja, schwerer ist, ja, besser durch die Luft fliegt. Turbulenzen nimmt er besser mit. Ja. Und er ist einfach eigenstabil, das kann man schon sagen. Die ganzen General Aviation Flugzeuge sind eigenstabil. Es gibt einfach diese Vorschrift, ich glaube, mit dreimal schwingen muss das sein, also der darf maximal dreimal nachschwingen, dann muss das wieder eigenstabil geradeaus fliegen. Mhm. Genauso mit dem Querruder, das darf nicht reinfallen oder so. Ne? Mhm. Und das können die eigentlich alle. Da kannst du dich wirklich, also das Fliegen, also die, wie soll ich sagen, die Beanspruchung des Piloten vom Fliegen ist nicht so massiv wie beim OL-Fliegen. Mhm. Ja gut, ich glaube, wir haben ein bisschen was darüber erzählt. Jetzt werden wir noch die Mittagsstille hier genießen. Genau. Und vielleicht, wenn wir dann YouTube-Stars werden, dann machen wir. Was ganz sicher kommt. Ja. Dann werden wir noch andere Videos machen. Ja. Wenn wir unsere Flieger noch haben, dann machen wir so eine Difference, wie sagt man, die Unterschiede ja, zwischen den verschiedenen Herstellern. Ja, das wäre super. Ja. Also, es sind Kleinigkeiten, die aber ganz viel ausmachen, glaube ich. Ich glaube, dass der Eurofox halt mehr Flugzeug ist als der Apollofox. Okay. Also jetzt wirklich nur kurz gesagt, ja. Also wenn ich bei dir reinschaue, das ist alles nach Flugzeugnorm. Die ganzen Splinter, die ganzen Anlagen, ist alles Flugzeugnorm. Und das heißt beim Apollofox nicht, da hast du diese englische Norm, ich weiß aber nicht, wie die heißt, für die Ultralights, ja. Aber da muss man halt sagen, was will man? Und wenn man dann auf den Preis schaut, deiner kostet jetzt, glaube ich, 120 neu. Ja, mit Mehrwertsteuer, ja. Und der Apollo, glaube ich, 60 oder 70, das ist fast die Hälfte. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, hast du recht, ja. Da muss man halt wissen, was man will, ja. Ich habe halt mit dem Apollo Fox auch geflogen, habe ich meine Lizenz meistens auf der Apollo Fox gemacht. Und man spürt das, wenn man ins Eurofox dann umsteigt, dass es ein bisschen stabiler ist, vielleicht nicht so schnell. Jetzt, also vom Setup, das ich jetzt habe, ist es wahrscheinlich so wie deiner. Mhm. Aber man spürt das ein bisschen. Spürt das ein bisschen auch im. Vielleicht ist der Cockpit ein bisschen breiter. Mhm. Aber nicht um viel. Und
aber eigentlich fliegen die irgendwie ziemlich, ziemlich gleich. Ne? Ziemlich gleich, ja. Ja, können wir machen dann diesen Vergleich auch mit, du hast deinen, wahrscheinlich hast du gemeint, du hast auf dem Airfield eine Kitfox auch? Genau, eine Kitfox 4 Speedster. Ja. Die fliegt sensationell, die ist aber auch schon 30 Jahre alt, fliegt sehr eigenstabil. Die Kitfox 7, die neue, was jetzt rausgekommen ist, sehe ich schon ein bisschen länger, die ist nicht so stabil. Okay. Weil der Besitzer ist Erprobungspilot und da hat die Sima, hat er die Erprobungsflüge gemacht auf der Sima. Das ist halt genauso wie meiner. Ne? Du steigst rechts rein ins Seitenruder und das geht so lang rechts, bis du den Gegenimpuls setzt. Ne? Und bei der 30 Jahre alten Vierer Speedster steigst rechts rein und das Ding fliegt wieder geradeaus. Also von alleine. Ja, kann sich korrigieren. Korrigiert sie sich, ja. Das hätte ich, das spiele ich natürlich auch. Naja. Na, wenn wir uns ein Cessna kaufen. Ja. Ruf ihn gleich an. Vielleicht. Dann sehen wir uns wieder. Hoffentlich. Gut. Aber wir bleiben noch da, oder? Ja, wir essen was. 4-5 Stunden. Ich warte die Thermik ab. Das ist aber auch stimmt, so ein Punkt. Ja, ja. Das ist aber auch so ein Punkt wieder. Genau. Mit der Cessna Thermik, es geht halt ein bisschen rechts und links. Und bei uns müssen wir Gas rausnehmen. Gas raus. Nase hoch. Ja. Alles wenn... Und da, ja, die Thermik. Ja. Kannst du denken, du fliegst geradeaus und steigst 200 Meter, also 200 Feet. Ohne es zu bemerken, ja. Ja. Die Wolken sind ziemlich tief hier. Ich glaube, das ist meine Reiseflughöhe. Ja, gut. Okay, danke Flo. Dann cutten wir. Cutten wir. Cut.